Armutsgefährdung. Jedes siebte Kind und Jugendlicher sind bei uns in Deutschland bedroht. Millionen Kinder und Jugendliche sind von Armut und Ausgrenzung bedroht, berichtet die Badische Zeitung. Sehr interessanter Beitrag. Euch einen guten Tag. Insbesondere der Bildungsabschluss der Eltern spielt dabei eine Rolle. Und insgesamt reden wir über 2,1 Millionen Jugendliche unter 18 Jahren, die da gefährdet sind, eine Quote von 14%. Also sehr interessanter Beitrag hier. Ja, andere Themen bewegen uns auch in Deutschland. Beim Thema Geld geben wir natürlich sehr, sehr viel fürs Ausland aus. Und statt uns um Armut von Jugendlichen und Altersarmut zu kümmern, geben wir lieber Geld ins Ausland. Bundesdrucksache zum Beispiel hier 47 Millionen Euro für die Förderung der Energieeffizienz in Montenegro und auch nochmal Förderung der Energieeffizienz 35 Millionen Euro. Drucksache 20/9176 vom Deutschen Bundestag. Ja, Spesensperre, Reisekasse ist auch hier der Titel von der Bild-Zeitung. Und ja, sehr interessant, das ging flott. Die Bundestagsreisekasse für 2024 ist leer gefegt. Also nichts mehr da, kein Geld. Und das nach nur einem halben Jahr, titelt hier die Bild-Zeitung. Bärbel Baas von der SPD informierte die Abgeordneten in einem internen Schreiben diese Woche, schreibt hier die Zeitung. Ja, und heißt das, das war es einmal mit dem Reisefieber der Abgeordneten. Ja, allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Fraktionen die Kosten übernehmen. Wir wünschen weiterhin gute Reise und ja, gibt nicht so viel Geld aus, ist mein Thema. Ansonsten, Faser ist auch hier wieder Titel, und zwar bei Focus Online. Sehr, sehr interessanter Bericht, wie ich finde. Hier geht es wieder über das Thema Migration und ein Autor, der sehr interessante Dinge schreibt. Faser verfolgt eine Ideologie, die Migranten wie Kuscheltiere behandelt. Nancy Faser, Worte zur Gewalttat von Bad Oeynhausen zeigen, es ist eine seltsame Gabe geworden, die Realität so zu sehen, wie sie ist, und nicht, wie man sie gerne hätte. Wann fangen wir endlich an, offen zu sprechen und echte Lösungen zu finden, fragt hier der Autor. Und geht auch interessant weiter in diesen Artikel. Die setze ich euch übrigens nachher alle hier unten rein, könnt ihr nachlesen. Ja, die Messerattacken häufen sich, ebenso die Gewalt an Bahnhöfen und Schulen, sowie Fälle von sexueller Belästigung. Das sind alles Dinge, über die wir in den letzten Monaten und Jahren schon vermehrt gesprochen haben. Hier wird es ganz klar angesprochen, ähnlich wie auch im Bundestagsausschnitt, den wir gestern hier auf der Seite gepostet haben, wo der Innenminister von Sachsen ganz klar Stellung bezogen hat. Hier titelt die Zeitung weiter: Hinzu kommen Aufrufe zum Kalifat, antisemitische Demonstrationen und Schmierereien und nun auch noch Terrorgefahr durch Islamisten während der Fußball-Europameisterschaft. Ja, also all diese Themen spielen den einen oder anderen Parteien in die Karten. Ja, doch ist der Blick auf die Ereignisse verzerrt, fragt er hier. Sind wir zu rassistisch geworden und nehmen Gewalttaten von Migranten und Muslimen eher wahr als Taten, die von Deutschen ohne Migrationshintergrund begangen werden? Und er sagt ganz klar, nein. Nein, die Kriminalitätsstatistik spricht eine eindeutige Sprache. Die Lage ist ernst und Deutschland braucht Lösungen. So die Zeitung. Es ist eigentlich einfach, Migration muss gesteuert werden und begrenzt werden. Straftäter müssen mit aller Härte des Gesetzes und des Rechtsstaats bestraft werden. Bei Missbrauch von Asylrecht muss eine Abschiebung erfolgen, zusätzlich mehr Polizeipräsenz, mehr Aufklärung und ein selbstbewusstes Handeln des Staates. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, andere Artikel seht ihr hier auch noch unten in den Kommentaren drin. Also hinterfragt alles kritisch und euch noch einen erfolgreichen Tag. Danke fürs Zuschauen und gerne auch dem Kanal hier folgen. Ciao.